Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Nemesis. Ja, es wird gerade spannend, denn wir müssen von der Tanke fliehen. Das war laut. Und uns geht's auch. Ouch, my ears are ringing. We both should be deaf by now. Okay. I'm gonna scrounge up some equipment. There might not be any at our destination. Okay, gut. Ja. Na, wenn nur seine Ohren klingeln, dann ist ja in Ordnung. Carlos sagte eben, oh, meine Ohren klingeln, aua, aua. Oho, das tut weh. Naja, uns geht's gut, ist nicht so wild. Wunderbar. Ja. Okay, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass du nochmal kommst, Kumpel. So. Aua. Ah, lass mich los. Das ist voll gemein. Du bist voll der blöde Kerl. Steh auf, Jill. Nein. Oh, du Penner. Wenn du mich jetzt aufspießt, ich sag's dir. Freund, steh auf. Okay. Ich bin Danger. Au. Ey, kannst du mal sterben, bitte? Clown. Stirb doch mal. Ah, steh auf, Jill. Ey, wie er halt nicht stirbt von diesen Granaten, guckt euch an. Nein. Ey, lass mich los! Ah, du Penner! Du Pennergestalt! Lass mich aufstehen! Okay. Ich nehme mal kurz die Pistole. Nee, oder? Das bringt's nicht. Ich muss noch einen Heilspray nehmen, Leute. Es geht nicht anders. Wie ausweichen? Gibt's denn sowas? Du Arsch. Steh auf. Nicht. Nee, stich nicht auf. Nein! Ah! Ja. Nein! Ah, oh, du Penner! Na, jetzt schmeißt er mich wieder! Oh, dieser Typ, der treibt mich immer an den Wahnsinn! Nein! Na, wenn du mich jetzt tötest, ne? Ich schwör's dir, ich töte dich! Stirb! Stirb! Nein! Du bist so eine Sau! Lass mich jetzt aufstehen, komm schon! Oh, sich schon wieder! Ich muss gleich noch einen Heilspray nehmen, es geht nicht anders. Nein, 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 nein. Wenn du mich jetzt tötest. Ah, steh auf, Jill, steh auf! Na, komm, heilen, 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 heilen. Heilen, heilen, heilen. So. Yes! Er ist down! Leute! Die M37 Parts B. Oh, ich bin so schlecht, ne? Ja, ja, sagt's mir ruhig. Aber ich will euch mal sehen. Ich mache mir aber auch immer hier einen Rappel, ne? Wenn der kommt, dann habe ich da immer richtig Schiss, du. Obwohl ich das gar nicht bräuchte eigentlich. Ich müsste einfach nur mal gescheit ausweichen und, ja, dann ging das alles. Kein Problem. So, aber jetzt ist gut. Jetzt habe ich die Knarre, die neue. Ich weiß echt nicht, was sie bringt. Wollen wir mal gleich schauen. Könnte sein, dass das eine neue Pumpgun ist, oder? Sah eben nämlich so aus, vom Lauf und so weiter. Ja. Gucken wir mal, dann kann ich die alte mal langsam entsorgen. Ich kann die alte entsorgen. So, wo haben wir es da? M37. Yes! Western Custom! Das ist eine Pumpgun. Also Shotgun oder... Ist ja auch egal. Ich überleg gerade. Ich würde mal den Kasten austauschen, bis ich wieder genug Heilsprays habe. Das ist nämlich Quatsch, wenn ich den jetzt nutze. Achso, warte. Noch was vergessen. Und zwar die Pulvermaschine, das Reloading-Tool. Oh Gott, Leute. Mir tut so ein bisschen die Hand weh. Von dem ganzen Rumgedrücke, aber ich muss hier so spammen. Es geht nicht anders. Weil wenn ich zu spät aufstehe, dann greift er mich die ganze Zeit nur. Und das ist total kacke. So. Oh yeah. Jetzt rockt's. Ich würde die gerne ablegen, aber es geht nicht. Es geht ja nicht. Deshalb lege ich mal dich weg. Und noch was? Kann ich noch was? Kann ich noch was? Nö. Speichern muss ich hier auch nicht, glaube ich. Nö. Okay. Ja, passt. Okay, alles klar. Och, Leute. Was eine Hektik und was für eine Qual für meine armen Handgelenke. Oder beziehungsweise mein Daumen. Und das geht mir voll aufs Handgelenk. Ich hoffe mal nicht irgendwann, dass ich so ein Karpaltunnel-Symptom kriege. Und oh. Ich kenne Leute, die hatten das. Die Zockerkrankheit. Passiert halt besonders oft, wenn man irgendwie so Pro-Gamer ist oder so, viel mit der Maus spielt, dann geht das ganz schön aufs Handgelenk und irgendwann hat man da echte Probleme und kann vielleicht sogar dann die Sportart nicht mehr ausüben. Ja, Pro-Gaming ist eine Sportart in meinen Augen
Und ich finde, das sollte mal ein bisschen etabliert werden und auch salonfähig gemacht werden. Gerade StarCraft und so. Ach, wie komme ich jetzt auf StarCraft? Ich guck's mir halt gerne an, hab's auch früher sehr viel gespielt, aber... Ne? Alte Zeiten. Okay, die leben doch alle. Ihr lebt doch alle noch. Du kannst mich nicht täuschen, du da liegst. Oder du sollst von mir aus da liegen bleiben. Für den verschwende ich keine Kugeln mehr. Uah. Okay, alles cool. Ein kleines Erdbeben. Och ja. With. Schub da wup. Und weg ist sie. Oh ne, sowas kann ich jetzt nicht auch noch gebrauchen. Komm, steh auf. Jill, steh auf. Mach schon. Wop. Was ist da los? Erdbeben? Okay. Ah. Raketenwurm! Ah. Im Land der Raketenwürmer. Ah. Match die Pause, bleib. Will turn it on? Ja! Mach mal an. Ah. Lauf doch! Wie sie halt stehen bleibt. Böser Wurm. Ah. Wir können, wie man halt durch die Wand krabbeln hört, das ist voll böse. Ah. Okay, machen wir auch an. Ah. Ja. Ja, wir lassen die Leiter runter. Ich will jetzt nicht gegen das Vieh kämpfen, ihr habt es gesehen, das ist voll eklig. Gegen lauft der Wurm mit den vier komischen Greifzangen am Kiefer. Ja. Ekelhaft. Was hier aber auch einfach mal so vor sich hin mutiert, das ist voll eklig. Ekelhaft. Ja, alles eklig. Hört ihr? Ich sag's ja, alles eklig. So. Gehen wir mal das Ding reparieren, oder? Was haltet ihr davon? Jetzt haben wir alles. Wir brauchen die Sicherung und das Benzingemisch. So. Also, wunderbar. Du bist die beste, Jill. So, einmal das. Und unten ist noch ein rotes Licht. Also, wenn es so einfach wäre, dann könnte jeder so ein Ding reparieren, glaube ich. Looks like we're ready to go. Here, take this. Danke schön. Flame Rounds, die nehme ich doch gerne. Okay. Nikolai won't be joining us. I understand. I'll operate the cable car. Let's go. Ja, sie sagte, Nikolai wird sich uns nicht anschließen und oh, haben sie mal ganz kurz getraut und weiter geht's. Pfeif auf den Typ. Ihr habt's mitgekriegt, der ist so skrupellos. Na gut, ich sag jetzt nicht böse, aber er ist skrupellos und... Puh. It's looking good. Okay. Und alles klappt. Super. Hauen wir mal ab. Oh oh. Och nö. Michael! Michael! No, Michael! Ja, ich gehe natürlich nachsehen, ne? Du bleibst hier, ist okay. Bleib du mal da, Kumpel. Michael! Oh oh. Okay. Weißt du was? Ich hab keine Lust auf dich. Get out of the cable car now! Michael, wait, don't! Get out of here! Hurry! Ja, Michael ist mutig. Wir nicht. Entscheidungsmoment, was tun wir? Jump out the window oder... Ja, wir ziehen die Bremse natürlich. Wie sieht's denn aus? Ich springe nicht aus dem Fenster, bin ich wahnsinnig. Ja, Carlos hat's getan. Alles klar, bei uns geht's soweit gut, hoffe ich doch. Ja, sieht so aus. Aha. Oh, guck mal. Den kennen wir doch. Na, aber die Krähen, die kenne ich auch. Geht weg.
It's locked from the other side. Ah! Hehehe, Krähen, weg mit euch! Lass mich in Ruhe. Geh mal durch die Seitentür. Oh, Manometer. Krähen, Krähen. Kra, kra und so. Furchtbare Viecher. So, ich nehme mal kurz die Schrotflinte, denn ich glaube... Ach, wir gehen erstmal hier rein, komm. In die Abteikanzel, oder? Nee, das ist ja nicht die Kanzel. Aber es ist auf jeden Fall ein Raum, in dem ich euch sagen kann, wir speichern können. Oh, ein Schlüssel. Clock Tower Key. Okay, nehmen wir doch mit, kein Problem. Oh oh. Das hörte sich nicht sehr gut an, Leute. Aber wisst ihr was? Ich mach's jetzt auch die Feige. Oh, Moment, machst du so, dann so, so. Wunderbar. Ich gehe erstmal speichern. Und mache auch mal dann für mich einen kleinen Cut. Aber ihr wisst ja, für euch geht's dann einfach im Anschluss sofort weiter. So, speichern wir mal in der Chapel. Alles klar. So, alles klar. Ich habe nochmal übrigens kurz nachgeschaut. Und zwar, wenn ich A und B mische, dann kriege ich eine C-Munition. C ist für die Granate oder Granatwerfer. Und wenn ich zwei C zusammen mische, habe ich diese Frostmunition. Das ist, ja, seht ihr, Powder C. Das hebe ich mir auf jeden Fall auf. Denn, ja, das ist halt eben das beste Puder im ganzen Spiel. Und, also was heißt das beste Puder? Das ist halt für die beste Waffe im Spiel. Ich meine, ich glaube, ich kann mir sogar noch Magnum-Munition, aber dafür brauche ich dann dreimal C brauche ich dafür. Also das ist richtig, richtig teuer. Und deswegen, weil ich erstmal gucken, wie ich jetzt hiermit klarkomme. Weiß gar nicht, den Granatwerfer soll ich den da lassen? Das ist halt, ja. Ich will auf jeden Fall mal schauen, dass ich die Schrotflinte jetzt leer geballert kriege, weil diese Country, oder wie hieß die jetzt nochmal? Ist egal. Die ist auf jeden Fall besser. Definitiv ist die besser. Aber ich glaube, jetzt passiert hier auch bald wieder was. Oh, hi. Hi, Kumpels. Wow. Ah, nee, ich renne halt hier nicht rein, ne? Ist mir so klar gewesen. Ich mache euch alle kalt. Komm her. Lass mich in Ruhe. Jawohl, zwei Stück. Ah, ich wollte nicht wieder zwei, aber das soll wohl nicht sein. Na komm. Da fliegen die Köpfe. Da habe ich auch drei Stück. Ja, komm. You've used the clock tower key. Okay. Gut. Ohne den wären wir ja nicht durchgekommen. Deswegen mussten wir zuerst neben den Safe Room rein. Oh. Ich dachte schon, der... Carlos, I don't believe it. You're alive. I'm not sure how we're gonna get out of this town. What are you talking about? We made it. You don't get it. They have no intention of letting us make it back alive. Do you really think we can trust their great evacuation plan? Huh, it's just a piece of paper. But we don't have any other choice than to trust them right now. No, if we're gonna die, then we should get to choose when it happens. So that's it then, huh? You're giving up? No. I just... I can't handle it. Oh, du Weichei. Du wurdest gerade von einer Frau gebitchslappt. Ich meine, von einer ziemlich taffen Frau, aber... Naja, nichtsdestotrotz. Es ist... war jetzt ein bisschen ulkig, ja. Also er sagte wohl, wir können ja gleich aufgeben, denn... ja, die wollen uns eh nicht hier rauslassen, Umbrella. Oh, guck mal. The Mindthrower. Ja, he's holding something in his hand. Er hält noch was in der Hand. Genau. Und sie hat ihm halt eine geklatscht und hat gesagt, gib nicht auf, du Feigling, du Pussy, du Weichei. Und naja. Operation Instruction, die Einsatzinstruktionen. Order for the UBCS Echo Team. Wipe out the downtown area of the infestation and then evacuate the remaining citizens to the clock tower. Among the civilizations, remember to give priority to the employees of Umbrella's affiliates. Remember to stay alert because the infected have a high endurance rate and will strike without hesitation. Gut. Also, das sind die Anweisungen für das UBCS Umbrella Corporate System Echo Team. Keine Ahnung, was heißt UBCS, ist ja auch egal. Ja, man soll die Infizierung in der unteren Stadt, nee, Downtown ist sowas wie die Vorstadt, oder? Also so die Außenbezirke, so die bisschen nicht gehobeneren. Oder unten, ich weiß nicht, doch Downtown heißt die untere Stadthälfte, ist ja egal. Auf jeden Fall, man soll die Infizierung dort auslöschen und die restlichen Überlebenden zum Glockenturm bringen.
natürlich die Priorität auf die Umbrella-Mitarbeiter zu setzen. Und, ja. Remember the Stay Alert. Also man soll wachsam bleiben, denn die Infizierten haben eine hohe Ausdauer und werden ohne zu zögern zuschlagen. Wie weit geht das noch? Okay, das geht. Evacuation Procedure 1. Once the mission is complete, or when it becomes too impossible to accomplish, impossible, evacuate immediately. Second, we'll deploy a helicopter that is waiting in the suburbs, in the yard in front of the clock tower. Thirdable, when you are ready for evacuation, ring the bell of the clock tower to signal the helicopter. Gut, das heißt eigentlich firstable, secondable und thirdable. Also immer able am Schluss. Naja, auf jeden Fall. Erstens, wenn die Mission abgeschlossen ist und es oder nicht möglich ist, sie auszuführen, sofort evakuieren. Wir schicken einen Helikopter, der in den Außenbezirken beim Glockenturm eben dann landen wird und sie abholen wird. Wenn sie bereit sind für die Evakuierung, dann klingen sie einfach die Glocke am Glockenturm. Genau, das war's. Ja, bla bla bla, viel bla, nicht viel Nützliches, aber jetzt wissen wir es Bescheid. Wir müssen die Glocke ringen, Glocke läuten. Ah, ich vermische das wieder mal so gerne, das Englisch-Deutsche. Ah, ich dachte eben schon, was krabbelt da? Kleine Mistviecher. Der Spidey ist. Spidey ist böse. Da liegt Granatmunition, aber die werde ich jetzt nicht mitnehmen. Weil ich möchte meine Schrotflinte leerballern. Sehr gerne sogar. So. Jetzt hat es wahrscheinlich kurz am Mikrofon gewackelt, weil ich musste das mal eben richten. Hier habe ich hier noch eine Kiste. Ach so, das wäre nämlich, wenn ich jetzt aus dem Fenster gesprungen wäre, dann wäre ich jetzt hier rausgekommen, Leute. So viel dazu. Aber warte mal. Nee, ich muss sie noch nicht ablegen. Ich bin noch nicht fertig, weil ich kann jetzt noch hier hintergehen. Hier ist auch noch was. Ich weiß nur nicht, ob es was Nützliches war oder einfach nur... Bla. Ah, da ist ja lauter Pulver. Geil, okay. Uah. Das eben gehört. Das fand ich... Okay, den Clock Tower Key hat sich eben ein bisschen gruselig angehört. Gut, die können wir jetzt nämlich miteinander... Okay, die können wir nicht miteinander kombinieren. Entschuldigung, das nehme ich zurück. So, haben wir hier noch was? Weiß ja gar nichts. Da kann ich eigentlich auch gehen. Weil normalerweise kommen jetzt von hier Zombies. Wenn... Ja, okay, ich habe nichts gesagt. Wenn wir jetzt aus dem Fenster gesprungen wären, wären wir direkt hier von Zombies überrascht worden, glaube ich. Wow, Alter, sprint mich halt an, ey. So, ich hab noch was für euch. Einen habe ich noch, komm. Ich wünschte, ihr würdet zu zweit kommen, damit sich das lohnen. Ach, das war's, sehr gut, dann haben wir die leer geballert, das wollte ich eigentlich nur erreichen. Gut, dann gehe ich mal kurz raus, komm wieder rein, hol mir dann noch die CC-Pulver. Oder soll ich mir auf die Magnum sparen? Weil es kommt später was. Wenn ich jetzt alles richtig mache mit Mr. Tyrant, dann... Ja, das wird nämlich was ändern. Aber... Ich sag nur, ich nutze das Ding. So viel ist klar, weil... Ja, ich tue es einfach. Warte mal, eins kann ich jetzt noch loswerden. Dann kann ich jetzt direkt nämlich alles aufsammeln. Dann muss ich nicht schon wieder zurück. Machen wir es schnell so. Ich komme ja gleich wieder. Mama kommt gleich wieder. So. Holen wir uns das Zeug erstmal. Mich wundert es, dass ich noch nicht irgendwie verletzt bin. Normalerweise müsste jetzt schon mindestens gelb sein, aber sie ist immer noch fein, weil ich wurde ein paar Mal von den Krähen gepickt und von zwei Zombies gebissen. Na gut, scheint sie nicht zu interessieren. Die gute Jill. Okay. Machen wir das so. Na. Und jetzt mische ich die beiden und wir haben CC Gunpowder. Ja, wie schon erwähnt, das werde ich jetzt mischen und kriege dafür dann Frostgranaten raus. Die sollen eigentlich somit am besten sein, glaube ich. Zumindest gegen lebendige Kreaturen, oder? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich mache das jetzt einfach. Achtung! Yes! Freeze Rounds! 10 Stück. Geile Sache. Die hebe ich mir aber erst noch ein bisschen auf. Die brauche ich jetzt noch nicht. Werd mir auf jeden Fall mal... Ich habe halt nicht mehr viel. Ich habe noch zwei Heilungen. Toll, ne? Da sage ich immer, ich bin so sparsam damit. Ja komm, den Mindthrower nehmen wir mit. Und soweit war's das, oder? So, ich hoffe mal, die kleinen Spideys kommen da draußen nicht. Beziehungsweise, ich weiß eigentlich, dass sie kommen, aber... die hasse ich mehr als die... Ja, als alle anderen Viecher. Weil die sind so blöd und ich will nicht Munition für sie verschwenden. Und ihr seht ja, die springen mich halt an und ich kann sie kaum... Scheiße, matschen hier. Blödes Vieh. Ich bin nämlich bald wieder verletzt, das weiß ich.
Man trifft man auch nicht. Ist da was? Blöde Viecher, jetzt geh kaputt. Ja. Jawohl, so. So. Eine noch. Komm, du Dreckvieh. Oh. So. Da ist ja noch eine. Komm. Jawohl. Ey, ich habe jetzt zwar ein bisschen Munition verschwendet, aber nö, lieber so. Oh, guck mal. Das Buch sieht jetzt grün aus, weil da Spinnenmatsch drauf ist. Naja. Eine gebilderte Postkarte. A picture postcard of an antique clocks. Of antique clocks. The following verse is imprinted. Give your soul to the goddess. Put your hands together to pray before her. Ja, gib deine Seele an die Göttin und lege deine Hände aufeinander, um zu ihr zu beten. Das ist auch ein Rätsel, aber dazu kommen wir noch. Oh, guck mal. Verbannt. Sehr gut. Leute, ist nämlich so, die Zeit ist schon wieder vorbei. Ich gehe nochmal ganz kurz an die Kiste. Ja, toll, jetzt hätte ich mit... Na, egal. Ich gehe nochmal an die Kiste, werde hier noch ein bisschen was abladen. Mal gucken, was ich so da lasse, was ich mitnehme. Und ich sag schon mal, bis zum nächsten Mal mit Resident Evil Nemesis.